So, und damit willkommen zurück zu Guild Wars 2. Nachdem wir in der Eisenmark nun die Mordram besiegt haben, zumindest in kleineren Regionen, habe festgestellt, dass sie trotzdem an allen Ecken wieder raussprießen, hat Taimi inzwischen den Asura-Rat kontaktiert und da ist jetzt eine Person gekommen. Und wir wollen jetzt im Wegmark-Rätsel mal nachschauen, was es da so geht. Ich habe mal nachgeschaut, es gibt jetzt, das kann raus, drei Missionen dort zu machen, keine Fallen auslösen, alles töten und irgendein Geheimnis finden. Ich bin dafür, wir versuchen alles zu töten und das Geheimnis zu finden. Fallen auslösen, eventuell, ja, schaffen wir es nicht. Auf jeden Fall würde ich die Mission jetzt beginnen. Die ist hier wieder, also, wo sind wir? Wir sind natürlich wieder Trockenkuppe, in diesem unteren Gebiet. Und fangen jetzt mal an, das Wegmark-Rätsel anzugehen. So, trefft Taimir am Leerlinienknoten. Bitte nichts anfassen. Nachwuchs, in dem Ton spricht man nicht mit Älteren. Ich dulde das nicht. Dobby? Na nee, nicht Dobby, das ist schon eine Ich merke hässlichere schon, ihr taucht Version. gar nicht mehr auf. Wart ihr unterwegs noch in der Sackgasse einen heben? Sprecht leise. Dieser alte Laborrat, der muss das nicht hören. Ich habe euren Brief erhalten. Was ist los? Ich habe mit Sawyer gesprochen, so wie mich Brayman darum gebeten hatte. Sie hat mich für eine Unterredung zu Ratsmitglied Flund gebracht. Alles lief großartig, bis ich so dumm war, mein Gerät zu erwähnen. Der Rekalibrator für Wegmarken, an dem ihr gearbeitet habt? Genau. Ich habe ihn fast fertig. Deshalb hat er darauf bestanden, vorbeizukommen und zu sehen, woran ich arbeite. Ich hatte keine Wahl. Ich musste ihn herbringen. Werden Sie zur Zusammenkunft erscheinen? Er wollte sich noch nicht festlegen. Er sagte, es hängt alles davon ab, ob mein Gerät funktioniert oder nicht. Oh, dass sie das daran abhängig machen, das geht um andere Dinge, also an solche kleinen Sachen. Na schön, lass mich mal mit ihm sprechen. Lund. Kriegen wir ihn rein? Ja. Ich vermute, ihr seid Elanswut. Was habt ihr mit alledem zu tun? Ich bin mit Taimi befreundet. Wir planen gemeinsam die Zusammenkunft. Gut, ich bin froh, dass sie unter der Aufsicht eines Erwachsenen steht. Es ist allerdings von äußerster Wichtigkeit, dass der Rat darüber informiert wird, wenn unser Nachwuchs eine Entdeckung wie diese Höhle macht. Ihr seid hier, um ihr Gerät zu inspizieren, sehe ich das richtig? Genau. Ich muss sicherstellen, dass sie sich nicht in Gefahr befindet. Sie behauptet, dass sie einen Weg gefunden hat, die Frequenz zu reduzieren, in der die Wegmarken reagieren. Ja, sie arbeitet daran. Meine Güte, ich bin hier und ich arbeite nicht nur daran, ich bin fast fertig. Es wird die Wegmarken retten. Oh, die arme Timey, wie es im Hintergrund steht. Hintergrund? Nee, davor steht und es redet. Wie nah seid ihr denn dran? Nun, ich wäre schon sehr nah dran, wenn diese gelehrten Herren mich nicht immer wieder ablenken würden. Ratsmitglied Flund. Timey braucht Zeit, um das Gerät fertigzustellen. Ich verspreche, dass ihr es danach sofort zu sehen bekommt. Ich werde eine Weile warten, aber ich bestehe darauf, dass dieses Gerät bald in Augenschein zu nehmen ist. Werdet ihr an der Zusammenkunft teilnehmen? Sie ist sehr, sehr wichtig. Ich werde an der Zusammenkunft teilnehmen, aber nur, nachdem ich bestätigt habe, dass das Gerät unsere Wegmarken tatsächlich vor diesen wütenden Ranken beschützen kann. Andernfalls muss ich zu meinem Labor zurückkehren. Verstanden. Komm, Timmy. Wir sollten uns an die Arbeit machen. Alles zurücktreten, außer meinem Helfer. Zurück, zurück. Mein Hirn braucht Platz zum Luftholen. Ist die alte Quasselstrippe außer Hörweite? Gut. Dann lasst uns reden. Ich brauche eure Hilfe, um das Ding zu bauen. Ich werde es so erklären, dass ihr es auch versteht. Einverstanden? Das Gerät, das wir bauen, moduliert, naja, ändert die Frequenz, auf die eine Wegmarke eingestimmt ist. Also wie schnell oder langsam sie vibriert. Verstanden? Wie funktioniert das? Gut. Theoretisch soll es sich mit dem Netzwerk der Wegmarken verbinden. Die Wegmarke finden, die berührt werden muss, und dann eine gegenseitige Verbindung mit der Wegmarke aufbauen. Mein Gerät soll die Wegmarke im Prinzip beruhigen. Oh, ruhig, Wegmarke, ganz ruhig. In Ordnung, ich verstehe. Was muss noch gemacht werden? Ich brauche drei ganz bestimmte Teile. Hier liegt haufenweise Schrott der Inquestur herum. Ich hoffe, dass wir darunter die Teile finden, die mir fehlen, aber wenn mir Plund im Nacken sitzt, dauert es ewig. Ich sammle die Teile ein, ihr arbeitet weiter. So sparen wir Zeit. Perfekt. Schade wird euch begleiten. Er hat jetzt einen Autonomiemodus. Das ist eine gute Gelegenheit, diesen zu testen. Klingt gut. Wonach muss ich suchen? Wartet. Lasst mich Schradl mit ein paar Ortungsalgorithmen füttern zur Unterstützung.
Na gut, Nummer eins. Ich brauche Entkeimungsflüssigkeit. Wisst ihr, das eklige Zeug, mit dem die Inquestur ihre Proben haltbar macht? Keine Bange, ich fange keine unschuldigen Lebensformen ein. Das Zeug eignet sich zufällig als flüssiges Element des Geräts. Nummer zwei. Den Ätheranker eines gewöhnlichen Energiegenerators. Sicher haben die hier irgendwo einen. Es wäre kein Labor, wenn es nicht massenhaft Energiegeneratoren gäbe. Und ich brauche eine mit Leylinienmagie getränkte Gesteinsprobe. Welche abzubauen würde viel zu lang dauern. Ich habe vorhin Proben gesehen, in Holzkisten im hinteren Teil der Höhle. Ist viel leichter, einfach die zu nehmen. Schraddel ist zur Befehlseingabe bereit. Interagiert einfach nur mit seinem Eingabefeld und wählt das gewünschte Programm. Er kann interessante Dinge aufspüren, euch folgen und vor Feinden beschützen. Schraddel kann auch beschädigte Sicherheitsbehälter reparieren, falls ihr welche findet. Okay. Schraddel? So, Folgemodus. Ich finde es schön, wie die Kisten dort reingestapelt sind, das Loch. Okay. Dann, Würdiges Fraternisieren sollte man im Auge behalten. Ganz recht. Der Rat ist zu nachsichtig mit Soldier, seit Snuff nicht mehr ist. Was sie in letzter Zeit treibt, ist besonders beunruhigend. Nachwuchs mit kritischen Projekten zu betrauen, zuzulassen, dass sie sich mit diesen leichtfertigen Haudegen abgibt. Wenigstens sorgen sie dafür, dass man sie und ihren Golem nicht sieht. Auf Wiederwahr. Okay, also wir sollen alles töten, was uns entgegenkommt. Schauen wir mal, ob wir alles finden. Ich gehe trotzdem schon mal hier ein bisschen den Weg lang, einfach um zu wissen, ob hier vielleicht irgendwo ein Geheimnis ist. Okay, also wir haben ja hier den ersten Bereich. Da, wo wir letztens eigentlich schon angefangen haben, alles zu zerstören. Naja. Schauen wir mal, was wir so finden. Das ist genau Kistenschrotter. Finden die versteckte Investorkiste und besiegt chromatische Kreatur. So, dieser Behälter sieht stabil aus. Wenn der Transfermechanismus des Behälters wieder verstärkt wird, kann eine Probe von der Entkeimungsflüssigkeit genommen werden. Eine Probe nehmen, ohne den zu verstärken? Nee. Wo kann ich das verstärken? Behälter verstärken. Okay. Dann den hier nehmen. Den Transfermechanismus verstärken und eine Probe nehmen. Das ging schnell. So. Was bist du? Schlafen. Die geheime Truhe. Achso, bist du jetzt im Folgemodus? Schraddel? Elementar. Gruppen. Okay, machen wir vielleicht mal den weg. Okay. Die geheime Kiste. Ist hier oben vielleicht irgendein Versteck dafür? Wenn man sich ja vorstellen, dass hier so ein Loch ist, weil er durchspringt, wird genug Platz, dass man da irgendwo hinkommt. Das wäre echt eine coole Idee. Aber ne. Glaube ich fast nicht. Na gut, dann gehen wir hier unten rein. Sucherständer. Verschiedene Ständer liegen auf dem Boden verteilt. Jeder hat zwar mehrere Kraftsteine, sie laden jedoch nicht mit Energie auf. So. Was haben wir hier? Papiere. Berichte in Questur bedecken die Wände, aber keiner davon beschreibt, wie man einen Energiegenerator auseinanderbaut. Sucheraufzug. Das Gerät sieht nicht wie ein Energiegenerator aus, hat allerdings einen Schalter zum Aktivieren. Machen wir mal. Ja. Ist das jetzt eine Plattform, wo ich drauf springen muss?
Testen wir mal. Ist das nicht gerade Aufzug? Okay, wir gucken mal den Generator an, was der sagt. Ein normaler Asura-Energiegenerator. Bei Notiz in der Nähe steht, der Generator muss unbedingt in den richtigen Arbeitsschritten auseinandergebaut werden. Weitere Details stehen auf dem Merkblatt 2065. Wir suchen mal nach dem Merkblatt. Beziehungsweise, hast du Ahnung vom Merkblatt? Erkennungsmodus? Da machst du auch gar nichts. Okay. Ich finde es übrigens interessant, dass die Luftelementare mit diesem Blitzzeug hier im Wasser erscheinen. Aber gut. So, wir sollen also die Merkblätter anschauen. Na gut, dann machen wir das mal. Gehen mit gutem Beispiel voran. RTFM. Read the fucking manual. Wenn es schon eins gibt. Oder ganz wichtig. Du steckst auch ein bisschen echter Erdelementar, weil du steckst noch halb in der Erde drin. Interessant. Na komm. Ich froze dich auch. Ich froste dich. Stirb einfach mal bitte, ja? Okay, Erkennungsmodus aktivieren. Ich sag dort oben. Exterminieren. Mhm. Mal wieder eine Assassine. Das nicht, Kleine. Achso, und das ist das Problem, wo keine Probleme. Ach, guck, manche sich überfällen und fallen. Das heißt also, wir müssen Fallen noch auslösen, richtig? Na gut, Merkblätter. Die Truhen sind sonst hier irrelevant. Da ist eine Kiste. Da ist eine Kiste. Was ist denn mein? Nee, ich will Merkblatt haben, nicht Schraddel. In Ruhe lassen. Lesen. Die Inquisitor-Merkblätter liegen auf dem Tisch. Merkblatt 2065 sollten wir lesen. Wichtig, aufgrund der überwältigenden Zahl von Generatorenausfällen mit Fehlfunktionen haben wir die Montageanleitungen an unseren Maschinen angebracht, um die Überlebensrate unserer Feldspezialisten zu erhöhen. Jetzt mal weiter. Schalte zuerst den Generator aus. Öffne danach die Abdeckung. Wir schreiben es mal auf. Also aus. Abdeckung. Schalte dann die Konsole für den Kraftstein des ätherischen Feldes aus. Kraft aus. Unterbrecht kein aktives Feld. Kein aktives Feld. Unterbrechen. Dies führt zu temporären Anomalien. Achso, das ist eher so nebenbei gemeint. Alles klar. Was gibt es denn da noch für Merkblätter? Ich diese Crew erscheinen, dann denkt an das Dreiverhaltensregel. Ihre Forschung ist nicht heilig. Okay. Und von denen von ihren Steinen, Aspektkristallen, Sephiriten haben die auch. Okay, nee, das ist nicht wichtig. Ich will die Kiste mal anschauen. Steht so da, Kiste? Achso, übrigens. Ganz kurz nur. Gut. Was ist denn hier drin? Nur welche Kiste, wenn kein Licht durch die Risse nach draußen dringen würde. Aha. Achso, jetzt hätte ich natürlich ihn mal in Kampfmodus setzen können. Champion chromatischer Schleim. Für einen Champion ist der ganz schön schwach mit Lebenspunkten. Weil Champion ist eigentlich gewohnt, dass du draufklopfst, erst wenn nichts passiert eine ganze Weile. Verwandelt.
Erhält Lebenspunkte, ruft herbei. Oh. So, und jetzt meine wichtige Frage. Warum die versteckte Investorkiste, die, es geht um eine und besiegt die chromatische Kreatur darin, haben wir gemacht. Warum gibt es kein Achievement? Also irgendwas ist mit den... Sorry, aber es ist, in manchen Episoden ist das... Das kann doch... Das kann nicht ernst gemeint sein. Na gut, wir haben es besiegt. Also Leute, wenn ihr die Kiste sucht fürs Achievement, ich hab's euch gezeigt, wo es ist. Schleim drinne, aber der hat nicht großartig sowas gemacht, muss ich zugeben. So. Und man soll schon die Achievements auch kriegen können am Anfang, nicht erst, wenn man es dreimal durchspielt. So, gut, dass ich die Anleitung gelesen habe. So, Abdeckung ist geschlossen. Wir sollen ausschalten. So, wir sollen die Abdeckung des Generators öffnen. Und wir sollen dann irgendwas rausnehmen. Anker. So falsch? Hey, Kraftstein. Okay, das ruft mich gerade ein bisschen. Oh, komm. Hilf mal mit. Aber es hieß doch, wir sollen das andere nicht drücken. Deswegen habe ich das jetzt gar nicht gemacht. Shit, damit habe ich die Falle ausgelöst. Damit ist unser Achievement schon wieder hin. Ja, Leute, ich wollte euch zeigen, was passiert, wenn ihr eine Falle auslöst. Dann passiert es, dass hier Gegner kommen. Und ein Töten. So, jetzt gucken wir uns das Ding nochmal an. Kann nicht sein. So, nochmal. Ausschalten. Abdeckung öffnen. Feld deaktivieren. Habe ich anders gelesen. Gut, habe ich mich vielleicht vorlesen. Den Anker aus dem Generator entfernen. So, dann machen wir ihn mal wieder in Erkennungsmodus. Gehen wir da ein bisschen weiter hinter. Ich gehe mal kurz zurück. Sollst du mir aber schon folgen, das weißt du schon. Achso, der ist im Kampfmodus, nicht im Folgemodus. Ach, Schrattel, komm mit. Ihr folgen. Folg mir doch mal. So, jetzt mal wieder Erkennungsmodus kurz, also zumindest mal Erkennungsscan. Was haben wir denn hier? Also müsste ich alle Fallen aktivieren, damit ich diese ganzen... Also müsste ich ja wahrscheinlich auch die kompletten falschen Reihenfolgen machen, oder? Bei der Innensache, wo ich gerade war. Ich sehe für die Achievements hier schwarz. Das war in der Innen-Episode deutlich einfacher. So, nochmal scannen. Bitte. Schraddel. So, wenn Sie Kisten untersuchen... Schwere Kiste liegt auf der Truhe. Keine von beiden kann geöffnet werden. Die Truhe öffnen. Der Kräftdeckel, was in der Truhe gibt, ein Klicken von sich und eine Wolke aus Falken. Super, woher soll ich denn das wissen? Eine Truhe. Okay, es wird zerstört. Die Truhe ist mit verschiedenen Proben von Lilien infundierten Gestein gefüllt. Ja, woher sollte man das jetzt ahnen? Keine Ahnung. So. Schradl, wir gehen trotzdem mal ganz kurz hinter. Ich möchte wissen, ob hier irgendwas ist. Okay, geht gar nicht mehr anders. Da wir
alle drei Sachen gefunden haben. Ärgerlich mit der Truhe, dass ich das chromatische Vieh besiegt habe und kein Achievement bekommen habe. So, gehen wir mal hier hoch. Schauen wir mal, was Timmy davon hält, was wir so gefunden haben. Soll sie die Schraddel die ganze Zeit überprüfen, wenn sie schon das als den in das Gulle nimmt? Nun, Ratsmitglied Flant, leider muss ich sagen, dass ich eure Zeit völlig verschwendet habe und die Wegmarken jetzt alle von Mordremos zerstört werden. Was? Nur ein Scherz. Mein zum Patent angemeldeter Rekalibrator ist fertig. So ein kleiner Mistvogel. Schaltet ihn ein. Mistvogel. Begleitet Timmy zu dem Punkt, den es gerade anzeigt. Passt auf, dass ihr auf der Rampe nicht stolpert. Vom Zentrum hier können wir zu jeder Konfluenz von Leylinien springen, mit denen Omas verrückte Kiste gelaufen. Und wenn das Gerät voll aktiv ist, verändert es die Energiekonfiguration der Wegmarke so, dass sie für Mordremos nichtssagend und uninteressant ist. Schon passiert, er tastet gerade das Wegmarkennetz ab. Und? Klappt es? Wartet noch, das Netz ist riesig. Kann etwas dauern, bis ich es weiß. Wie lange? Beste annähernde Schätzung, ein paar Wochen. Ein paar Wochen? Inakzeptabel. Wer weiß, wie viele Wegmarken uns das kosten wird. Da müssen wir noch mal ran. Hallo, Kaschmir. Achtet nicht auf Land. Der Boss kümmert sich drum. So, wir sollen mal mit ihm reden. Das ist inakzeptabel. Ich hätte mein Vertrauen niemals einem minderjährigen degenerierten Rasmitglied pflanzt. Ich bin mir sicher, dass Timmy den Prozess beschleunigen kann. Das soll sie auch besser tun. Ich werde an gar nichts teilnehmen, solange wir noch keine Lösung zur Sicherung der bedrohten Wegmarken haben. Wenn ihr wollt, dass ich an eurer Zusammenkunft teilnehme, dann treibt sie besser an. Verstehe. Ui, ihr seid schnell. Und ihr habt heute erst angefangen? Hab's mir ja nicht eben erst ausgedacht. Wenn der Entwurf steht, braucht es nur mehr Zeit. Und, ohne Hilfe hätte ich das wahrscheinlich nicht geschafft. Danke. So. Ich wollte noch Timmy sehen, aber ich bin froh, dass euch auch hier zu sehen. Ich habe mit Gräfin Anise gesprochen, wie ihr es gewünscht habt. Was hat sie denn gesagt? Sie hat unsere Einladung an Königin Jenna weitergeleitet und überraschenderweise hat sie sofort geantwortet. Königin Jenna wird an der Zusammenkunft teilnehmen. Das sind große Neuigkeiten. Unsere erste Zusage. Ich weiß, es war offenbar der richtige Schachzug, mit Gräfin Anise zu sprechen. Was werdet ihr jetzt tun? Ich treffe mich mit Braham in Holbrack. Er muss mit Aya über Weißbär sprechen. Oh, richtig. Nun, ich wünsche euch viel Glück dabei. Ich weiß, dass er kein gutes Verhältnis zu seiner Mutter hat. Eure Anwesenheit ist sicher eine große Hilfe für ihn. Danke. Könnt ihr bei Timmy bleiben und sicherstellen, dass ihre Arbeit nicht unterbrochen wird? Das ist sehr wichtig. Selbstverständlich. Ich lasse euch wissen, wenn ich etwas ergeben sollte. Danke, Cass. So, damit haben wir Wegmarkeres abgeschlossen. Haben 0 von 3 Achievements. Nicht schlecht. Leben von dieser Stein. Man kann nie zu viele Schätze haben. So, und wir haben jetzt diesen Stein gekriegt. Was steht da genau nochmal hin? Nochmal lesen. Die Polarität dieses Steins ist in einer stabilen Matrix fixiert. Ein Apparat, der Leylinien beeinträchtigt, könnte seine potenziellen Kräfte freigeben. Zum Anzeigen doppelklicken. Wir dürfen es nicht verwenden. Schade. Okay, dann würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge, indem wir mal die Gipfeleinladung untersuchen werden. Bis dahin, euer Landito. Tschüss.